Herzlich willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Heute ist dran der 3D Battle of World Runner. War eins der ersten 3D-Spiele, also 3D, wo man diese zweifarbigen Brillen auf hatte. Ich werde es allerdings ohne 3D-Brille spielen, weil es erstens doof aussieht und zweitens ihr sonst wenig davon habt. Also, aber ich zeige es mal kurz. Man kann hier einfach auf Select drücken und hat hier den 3D-Farbmodus. Schön gelöst eigentlich. Mal schauen. Ich habe das Spiel noch nicht angezockt. Ich bin schon sehr gespannt. So, da. Mal rausfinden, worum es hier überhaupt geht. Okay. Das schaut ja schon mal ganz nett aus. Hüpfen. Vielleicht nichts, okay. Ah, ich setze mal, das war ein Abgrund zum drüber hüpfen. Abgrund hüpfen. Wie hätte ich da jetzt nicht drüber hüpfen sollen? Okay. Ah, okay. Da darf ich natürlich nicht reinrennen, ist klar. Aber der Hintergrund kommt irgendwie nicht näher. Hätte man jetzt aber schon machen können. Ah, nach vorne ist schneller, ich verstehe. Ah! Ey, nochmal. War einfach ein bisschen, bis ich check, wie es geht. Das ist ganz ein angenehmes Geräusch, wenn die Energie aufgeladen wird. Furchtbar. Also, dass man ein bisschen schießen kann, hätte ich mir jetzt eigentlich schon erwartet. Ah, nicht so gut. Das Hüpfen warten ist zwar eine ganz gute Taktik. Ah, genau reingehüpft in den Blobber. Warum kann ich nicht, dass ich nicht schießen kann, das irritiert mich ein bisschen. Wow! Die Sprünge werden immer heftiger. Es ist eigentlich ein 3D-Jump'n'Run. Ist krass. Ich wusste nicht, dass das am Ende es gab, sowas. Jetzt habe ich irgendwie Energie aufgeladen. Ah. Wow, okay, es wird deutlich schwieriger. Aber die Steuerung ist ziemlich gut. Das war natürlich nichts. Ah, schon recht weit gekommen. Ob ich es nochmal so weit schaffe. Mal schauen. Krass gutes Spiel eigentlich. Wirklich. Muss ja damals der Hammer gewesen sein. Ja, dass die Bäume nicht näher, also dass der Hintergrund nicht gar nicht näher kommt. Oder kommt er näher? Ich hätte nichts bemerkt. Ah! Konzentrier dich doch, come on. Mega auf den Hintergrund konzentrieren wäre Spiel. So schaut's aus. Sieht dann aus wie so Mario Geister ein bisschen. Ich weiß, dass es natürlich keine Buhus sind, aber. Ein bisschen aus wie Buhus. Ja, also der Hintergrund kommt nicht näher. Ah, da hätte ich einen Stern einsammeln können gleich, oder? Ja, was bringt der? Bringt mir der irgendwas? Jetzt bin ich ja schon World 1-2 bin ich jetzt schon. Ah, ja.
Ah, da kann ich so durch Tore durchgehen. Aha, was ist das? Wow! Welt 1b. Also richtig was einfallen lassen. Ich würde jetzt echt mal jucken. Ich dachte ja, es ist irgendwie so ein 0815 Spiel mit schlechter 3D-Option. Aber jetzt hätte ich dann doch Lust, das mal in 3D auszuprobieren. Hab leider keine 3D-Bilder da. Aber vielleicht hole ich das nochmal nach. Aber vielleicht ohne Let's Play, weil zum Zuschauen ist der 3D-Modus wahrscheinlich eher ätzend. Uah. Hätte ich einsammeln. Wow. Na, da komm man, das war schon hart jetzt. Super Game, ich bin begeistert. Gefällt mir total. Es ist irgendwie cool, wenn man so Spiele ausprobiert, von denen man noch nie vielleicht gehört hat, aber sie nie gespielt hat. Ich habe mir überlegt, ob ich mir das zur Aufgabe machen soll, mal alle NES-Spiele auszuprobieren. So, in dem Rahmen von Let's Play. Bin ja gut dabei. Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte NES-Game oder so. Abgesehen von dem langen Zelda-Let's Play. Luftballon! Yeah, der bringt einen zu World 1B. Es erinnert mich ja so ein bisschen an die aktuellen Handy-Runner, wie sie alle heißen. Da gibt es ja x verschiedene. Das erinnert mich schon ein bisschen dran. Wird so 1:1 am Handy funktionieren, sage ich mal. Hat das vielleicht, oder vielleicht hat es jemand schon. Vielleicht gibt's das eher für Android und iOS? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie wird es sich nicht anbieten. Wow, das war zu knapp. Das war zu knapp. Also Leute, ihr seht, ich habe Spaß dabei. Das Spiel solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Macht mega Laune, finde ich. Musik ist okay. Grafik ist eigentlich top. Weit man das von einem NES-Spiel sagen kann. Also damals war das sicherlich der Hammer. Hat ein NES. Es läuft auch so flüssig. Ich bin fasziniert. Welt 1-4, also jetzt sollte ich Welt 1 vielleicht bald mal geschafft haben. Ich bemühe mich wirklich. Es ist nämlich nicht so leicht, es ist nicht so leicht. Gibt es jetzt gar nichts mehr zum Einsammeln irgendwie. Ja? Da drüber hüpfen wird die Wahnsinnigen da. Geister! Es wird hart, es wird richtig hart! Wow, Endgegner! Wow, ich kann schießen! Geilo! Geschafft! Endboss beim ersten Mal! War nicht schwer, hat er überhaupt geschossen oder irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Hat aber Spaß gemacht. Es gibt nur so kurze Sequenzen, wo man. Das war natürlich dumm.
Aber ich habe Level 2 gesehen. Ich bin stolz auf mich. Mal selbst auf die Schulter klopfen. Muss auch mal sein. Eigenlob stimmt. Ich versuch's noch einmal, weil es so gaudig ist. Eins mache ich noch. Greedy World Runner. Leute, das müsst ihr zocken. Das ist super. Ich glaube, ich kriege einen Ohrwurm von dem Soundtrack hier. Wiederholt sich zwar verdammt oft, aber besser guter Sound, der sich oft wiederholt, als schlechter Sound, der sich gar nicht wiederholt. Warum kann der eigentlich so weit... Was ist die Story? Warum kann der so weit springen? Das ist irgendwie so ein bisschen ein Western-Setting, aber... Und eins der ersten 3D-Games habe ich gelesen auf Wikipedia, also... Ja. Okay, das war jetzt nicht ganz so fein. Ich mir aufs Spielen konnte. Es ist schon ein bisschen schwer, bei NES-Spielen so sich aufs Quatschen zu konzentrieren. Aufs Spiel gleichzeitig zu konzentrieren. Na. Werde ich auch noch in den Griff kriegen. Habe noch ein paar NES-Spiele vor mir, falls ich das wirklich machen will und alle NES-Spiele ausprobieren. Es sind nämlich verdammt viele. Ich dachte nämlich, es sind nur so bei 200, aber es sind viel mehr. Es sind, glaube ich, dreimal so viele. Oder hopp, Riesensprung. Ah, da kann ich wieder einsammeln, sehr gut. Ist schön abwechslungsreich gemacht, also mit den Leuten was zum Einsammeln gibt, da gibt man ein Superpower-Up, damit man schneller vorankommt, beziehungsweise auf 1b kommt. Ah, ich sag mal, alles richtig gemacht, die Leute da. Keine Ahnung, was mir diese Sterne bringen, aber ich sammle sie mal möglich ein. Ah, es ist einfach nur so Bonus. Oder wie? 1B ist einfach nur Bonus-Level. Man hat das Gefühl, wird relativ schnell besser. Soweit man das von mir sagen kann hier. Hier wieder Luft verloren, volle Kanne voraus. Ich sag mal Luft verloren, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich bin auf Luft verloren. Wieder auf 1B. Bring mir diese ganzen Sterne eigentlich. Wird hier irgendwie nicht so klar kommuniziert, was ich damit machen soll. Das war knapp! Uah. Uah. Also leicht ist es nicht. Leicht ist es nicht, aber es könnte doch viel schlimmer schwer sein auch. Ist ja jetzt ziemlich viel Glück dabei wieder. Mal schauen, wie weit ich es noch schaffe. Ich möchte nochmal in Level 2. Und dort mal ein bisschen weiterkommen. Und nochmal schauen, ob dieser Endboss immer so leicht ist oder ob ich einfach nur Glück hatte. Oder ob ich einfach immer so gut bin, natürlich. Sorry fürs Reinschreien ins Mikrofon. Ah, da wird es schon zum Teil recht hart hier. Ach, schon gute Reaktion. Uah.
Na, nein, 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 geh, das war unnötig. Letztes Leben. Mal schauen, was ich daraus mache. Ah, das muss ich, wahrscheinlich kann man irgendwie Leben dazu kriegen, aber jetzt ist noch nicht gecheckt, wie das gehen soll. Ah! Ah! Nein, leider. Sollte nicht sein. Okay. So, nein, das war's für mich, Leute. An der Stelle mache ich mal Schluss. Ist wirklich ein super feines Spiel. Kann ich nur empfehlen. Zieht euch mal rein. The 3D Battle of World Runner von Square 1987, Leute. Tut es, spielt das. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wenn euch mein Let's Play gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.